So, hey ho Leute und willkommen zurück zu Resident Evil Code Veronica X. So, endlich geht's weiter, Leute. Wie ihr schon seht, wir spielen jetzt nicht mehr Claire, wir sind jetzt Chris, ihrem Bruder. Und wer den letzten Part gesehen hat, weiß auch warum. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt unsere Schwester suchen müssen. Oder irgendwie, dass das irgendwie später eventuell sogar zusammenlaufen könnte. Ich habe keine Ahnung, Leute, aber das ist so meine Vermutung. Genau, und dann haben wir hier noch. Also, letztes Mal wurde ja der Wachmann gefressen. Dieser Polizist oder dieser Typ, dem wir auch das Feuerzeug da geschenkt haben mit Claire. Der wurde von so einem Wurm gefressen. Einmal so eben. Und naja, auf jeden Fall diese zwei Maschinenpistolen. Jetzt habe ich auch keine Ahnung, wie ich da rankomme. Was hat er denn so im Inventar? Farbband, Heilung, Munition. Ich glaube, wir rüsten erstmal die Knarre aus. Gucken mal, ob was in der Kiste ist. Ach, hier sind auch die Gegenstände von Claire noch drin. Das ist praktisch. Ja, dann packe ich das Farbband mal rein. Dings nicht mehr. Pulver lasse ich glaube ich auch mal drin. Okay, die sind miteinander vernetzt, das wusste ich nicht. Was ist hier? Ist das eine Tür? Oh, ist eine Tür. Also ich muss sagen, das ist. Oh! Das ist richtig dunkel. Aber direkt hier ist der scheiß Wurm. Nein, 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 gib mir die Gegenstände. Muss ich den jetzt umbringen? Achso, jetzt dauert das bestimmt. Oh Gott. Was? Wo bin ich? Okay, jetzt habe ich echt Angst um Chris. Mit seinem Zustand und so. Ich weiß nicht, wie ich dem Vieh schaden kann. Ich schieße einfach mal drauf. Ach Scheiße. Ah, das ist noch ein Kraut, das ist gut. Zwei Kräuter sogar. Ich heb einfach mal das Kraut auf, egal ob der Wurm jetzt da ist oder nicht. Okay, ich kann ihm auch so schaden. Das wusste ich nicht. Thank you.
Glaubt mir, Leute, wir kriegen die nicht umsonst. Erinnert euch an den Flieger. Ist das hier? Schublade? Was ist das denn? Rätsel oder was? Nein. Nicht. Rot. Auch nichts. Grün. Braun. Ach so. Ja, guck mal. Eine lässt sich nicht öffnen, natürlich die unterste. Bestimmt wieder so ein Rätsel. Öffne erst die Farbe, öffne dann die Farbe, damit sich die untere öffnet. Was war das denn? Okay, das gucke ich mir genauer an. So, wenn ich die noch nicht verwenden kann, die Pfeile, dann setze ich die erstmal ein hier. So, das blaue Kraut auch. Und natürlich auch die Säuregranaten. So. So, was ist das jetzt hier? Schrotpatron! Geil, kriegen wir eine Schrotflinte? Ja, wahrscheinlich, ne? Okay, diese Kübel, mit diesen Kübeln, was da, damit auf sich hat, habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Okay, gehen wir erstmal in die Kiste. Ach, na doch, gehen wir in die Kiste. Oder soll ich die Munition behalten? Na, ich behalte die erstmal. Und ihr sagt, oder ich sage zu mir selber, dass ich mal viel Speicher. Ah, ich will mal wissen, wie wir es öffnen müssen. Aber ich werde mir bestimmt noch herausfinden. Mit irgendeiner Notiz oder weiß ich nicht was. Gut. Thank you.
Who is that? The king was loved, but the queen was feared. Till Alexia? No. She's already fully awake. His court, an arrow pierced the kind king's heart. Chris, oh little fishy, come see my hook. Chris, I'm sending some company to keep you entertained. Consider this a small welcoming gift from me. Enjoy! Und hier komme ich auch noch nicht weiter. Da wird dann eine Türklinke fehlt, ich jetzt eingetreten oder so. Ja, warum nicht? Ist ja sowieso alles schon kaputt und in Brand. Ich denke mal nicht, das stört einem. Na gut, gucken wir mal weiter. Dann wird wahrscheinlich hier weiter. Müssen wir jetzt erstmal das Emblem aus der Kanalisation ziehen, fischen. Boah, das klingt ja echt spaßig, Kanalisation. Und ich will auch keine von diesen Spinnen mehr da sehen. Erster Stock.
Gehen wir mal einen runter. Gucken, was sich da so getan hat auf den einzelnen Ebenen. Ach, wieder Zombies, natürlich. Oh, der hat einen Sprengzünder. Warum haben die alle diese Sprengzünder auf einmal um? Nee, du packst mich nicht an, Kumpel. Aber nur solange ich noch Munition habe. Ah, wo ging es denn hier nochmal lang, genau? Ich gucke jetzt mal alles so nach. Ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher so. Ich habe nicht mehr so die ganzen Räume im Kopf. Okay. Hier war unsere Schreibmaschine. Aber naja, wir brauchen einen Raum. Bin zum Speicher mit Kiste. Weil ohne Farbband ist das schwierig. Okay, und da ist abgeschlossen. Das heißt, weiter geht's, Leute. Da weiter oder da runter? Ich guck mir erstmal an, was in der Tür ist. Schon nur noch mehr Gegner. Ja, aber ja klar. Nee. Ich bin jetzt mal auf dem Munitionsspartrip. Also noch. Was ist das denn? Ist das die Schrotflinte? Ja, geil! Ja, nehme ich gerne, Leute. Nehme ich gerne. Ja, war ja klar. Man kriegt hier nichts umsonst. Napalmgranaten. Ja, geil. Das heißt, es wird bald was Böses kommen. Munition. Kann man immer gut gebrauchen. Du Scheiße, wo sind wir denn hier? Welche Tanks? Ich glaube gar nicht wissen, was da drin ist, ehrlich gesagt. Okay. Schalter betätigen. Oh. Ich sollte nicht vielleicht immer grundlos Knöpfe drücken. Da ist bestimmt irgendwas Fieses drin. Oder auf jeden Fall so von Vorteil, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Kann dieses Teil hier nichts. Was hat das jetzt gebracht? Ach so! Ja, Sturmgewehrkugeln, ja klar, ja, dann. Habe ich nichts gesagt. Alles gut. Oh, jetzt kommen wir schon zu Schiebetüren. Hallo? Ach, hier sind wir. Okay. Was liegt da unten? Türklinke. Ach, super. Oh oh, das ist doch das Tier, das Viech, was der uns zu uns geschickt hat. Oh nein. Ja, Alter! Hunter!
Oh, und da sind nur ein, nicht nur ein. Na, ich wollte euch gerade eigentlich noch sagen, da wo ich das die jetzt aufgehoben habe, die Türklinke. Da gibt es. Da war noch die Munition, die ich noch hätte holen können mit Claire, bevor ich es beim Tyrant da im Flugzeug erledigt habe. Aber jetzt können wir sie eigentlich ja noch mit Chris holen, das ist also kein Problem. Ich denke mal, die werden wir auch gut brauchen. So, weil ich jetzt keinen Bock habe auf die Viecher, will ich die wieder, glaube ich, aufhängen. Ja. Und dann gehe ich erstmal zum Türklinkenraum. So. Eins F bitte. Spannend. Gut. Was ist hier schon wieder los? Oh, das wäre dieses Gerät. Was? Woher kommen die denn jetzt? Da wollte ich gar nicht lang, aber... musste nach ganz oben, ne? Scheiße. Ja, nein. Alter, ich hasse diese Hunter. Scheiß Viecher. Genau jetzt, wo ich meine Schrotflinte abgelegt habe, ey. Das wäre typisch. Muss an dem vorbei, sonst bin ich echt gearscht, Leute. Ach. Guck mal, der ist sogar... Schnell kann ich gar nicht wegrennen. Ja, ganz nach oben, bitte. Scheiß Ding, ey. Hätte ich das gewusst? Ich hätte einfach die Schrumpfe nehmen können und die Viecher erledigen sollen. Ach. Warum ist jetzt wieder ein Zombie? Ich habe doch alle umgebracht. Boah, Gefahr, Leute. Gefahr bin ich. Nee, ey. Ich wusste es doch. Ich hab die doch alle gesäubert hier. Verstehe ich jetzt nicht. So. Muss ich nicht hier lang? Ich habe jetzt wie gesagt nicht so ein super orientiert. Oh. Sehr gutes für uns. Ein Panzermodell. Ach Leute, ey. Ein Gegner und wir sind weg. Da reicht nur eine Fledermaus. Munition. Oh, ist auch schon mal was. So. Oh, ist ein bisschen Heilung. Das wäre nicht schlecht. Wäre echt nicht schlecht. So, ich überziehe ja schon wieder. Ich hab's doch getroffen. Also ich lasse es jetzt nicht mich scannen. Los, fahr. Lass es weiter
Nicht in die Richtung, andere Richtung. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ruf mich, deine kleinen Scheißviecher. Gut. Gehen wir jetzt mal da runter. Oh, das wird jetzt übel, Leute. Das wird jetzt echt übel. Denn ich muss wieder zurück runter. Ja, weil das mein einziger Raum ist, wo ich meine Kiste noch habe. Das Problem wird jetzt nur sein, da sind Spinnen. Und ich habe sehr wenig Leben. Und Chris kann auch nicht mehr so gut rennen. Das heißt, das ist jetzt ein richtiges Risikospiel, Leute, aber versuchen wir es mal. So ein bisschen Kraut wäre jetzt nicht schlecht. Nur ein bisschen. Bisschen Kraut, komm. So. Da sind sie, da sind sie! Nein, nein, nein! Boah, guckt euch das doch mal an! Ach, ey, guck mal, so schnell konnte ich gar nicht wegrennen. Ja, egal. So Leute, ja, in diesem Sinne, ich wollte eigentlich nur noch zum Raum zurück und speichern. Jetzt macht es ja der Tod von sich alleine aus. Ja, gut. Weil ich auch schon längst überzogen habe. Sag ich mal, Leute, in diesem Sinne, bis zum nächsten Part von Resident Evil.